Moin zusammen. Hallo. Heute wollen wir euch wie angedroht die Roomtour präsentieren und dabei den Wagen von innen und von außen zeigen. Und wir wollen euch zeigen, was uns an dem Fahrzeug nicht so gut gefällt, was uns gefällt und was wir verändert haben. Jawohl. Und wenn ihr Lust darauf habt, dann bleibt dran. Und wenn ihr keine Lust darauf habt, dann müsst ihr jetzt abschalten. Abschalten. Okay, selbst schuld. Wer nicht abschaltet, muss abonnieren. Bis gleich. Also Leute, wir haben hier ein TEC 710G von der Firma TEC. Die Firma TEC gibt es ja nicht mehr, das ist jetzt ja LMC. Die sind ja zusammengeschweißt worden, die beiden Firmen. Das Fahrzeug ist Baujahr Ende 2011, ich glaube 2011 ist das Baujahr. Es hat den großen Fiat Motor drin, also das Ganze ist auf Fiat aufgebaut. Der Motor hat auch schon eine Steuerkette anstelle von diesen Zahnriemen da. Also ich bin nicht so technisch versiert, so ganz genau kann ich euch das auch nicht erzählen. Aber er hat schon diese Steuerkette drin, was ja schon ein großer Vorteil ist, weil man diesen Zahnriemen ja nicht ständig austauschen muss. Ich würde sagen, wir gehen einmal umzu. Wir haben hier das Gasfach mit zwei Gasflaschen. Wir haben uns seinerzeit auch gleich zwei Alugasflaschen geholt aufgrund des Gewichtes, wobei wir bei dem Fahrzeug eigentlich keine Gewichtsprobleme haben. Denn das Fahrzeug ist über 3,5 Tonnen und wir haben es noch aufgelastet, sodass wir 4,8 Tonnen zusätzliches Gesamtgewicht haben. Und selbst mit Kindern und Fahrrädern ist das eigentlich kein Problem und entsprechend gewichtstechnisch völlig frei sind wir da. Also ich könnte den ganzen Haushalt eigentlich mitnehmen, mehr oder weniger. Genau. Ne? So, dann haben wir hier noch so eine Außenklappe. Da haben wir eine Ersatztoilette drin, die war auch schon bereits vorhanden. Die haben wir noch mal richtig gereinigt, sauber gemacht und wir haben ein bisschen so ein Reservekanister da drin. Das passt da hervorragend rein. Das Fahrzeug hat keinen Doppelboden, auch wenn es so scheint. Das vermissen wir so ein bisschen. Wenn wir ganz ehrlich sind. Obwohl wir standen schon mal im Winter für 1,5 Tage frei und das hat wunderbar geklappt. Ja, also natürlich. Und da hatten wir wie viel Grad minus? 4, 5? Ja, minus 5 Grad hatten wir. Ja, dann haben wir hier, aber das ist auch kein Problem. Also das Fahrzeug im Winter hier bei winterlichen Temperaturen zu betreiben, ist eigentlich überhaupt kein Problem. Da haben wir eigentlich bis jetzt noch keine Probleme gehabt. Hier ist die Toilette drin, die Schokobox. Die muss Oliver immer reinigen. Ja, die muss ich immer reinigen. Dann müssen wir noch mal drüber diskutieren. Och, ja, und hier hinten haben wir dann die Garage. So, zack. Ach, da bist du ja wieder. So, ja, das ist die Garage. Das ist der Vorteil der Garage. Ja. Von beiden Seiten gut. Zwei Türen hat, dass sie im Prinzip zwei Türen genau. Hat von beiden Seiten, also zwei gleich große Türen hat, gut zu beladen ist dadurch und auch relativ viel Raum bietet. Und wir kriegen die Fahrräder, die Klappfahrräder auch super mit rein, dass wir die nicht hinten auf den Gepäckträger machen müssen. Unser Grill, unser heißgeliebter Enders Grill, mit dem wir mit jeder Gelegenheit irgendwie auch grillen können. Tolle Sache. Und Pizza kochen. Machen. Ja, da kann man auch, genau. Kann man auch kochen klasse. Und auch eine Bratpfanne draufstellen, ne?
Ja. Finden wir gut, das Ding. Ja, ansonsten Tischstühle. Und hier sind noch so weitere Staufächer. Wasserkanister. Genau, zum Holen. Heizung. Und die Truma-Heizung, die ist ein bisschen doof gebaut, weil man hier so schlecht rankommt ein bisschen, aber ist alles noch handelbar, ist alles kein Thema. Und natürlich unsere Picknickdecke darf nicht fehlen. Ja. Denn wir sitzen ganz gern auch mal auf der Wiese und trinken ein Glas Wein und essen ein Stück Käse damit dabei. Ja. Und dann braucht man eine Decke. Sonst gibt es einen kalten Moors. Also hier ist noch der Landstromanschluss. Den kann man also hier durch den Boden ziehen und dann anschließen. Finden wir eigentlich ganz angenehm, dass er nicht außen am Fahrzeug hängt, wo ich dann im Prinzip jeder ran könnte. Finde ich ganz pfiffig gemacht eigentlich. Ja. Ja, was wir im Nachhinein noch anbauen lassen haben, ist ja unser... Ja, einen Fahrradträger haben wir, den haben wir nachträglich anbauen lassen. Hier war ja der große Aufkleber drauf. Wenn ihr euch erinnert, im vorherigen Video konnte man das sehen. Und den haben wir dann im Prinzip gleich bei Kauf mit anbauen lassen. Im Nachhinein finde ich das ehrlich gesagt ein bisschen dämlich, weil wir nutzen ihn kaum. Und die Kinder kommen jetzt auch nicht mehr mit, also hätten wir uns eigentlich sparen können. Ja, also wir brauchen ihn nicht mehr, nur wenn die Kinder nochmal mitkommen. Aber das ist jetzt auch so verschwindend gering geworden, dass es im Prinzip, eine unüberlegte Investition war. Vielleicht machen wir es ja wieder zu Geld, mal gucken. Zack. Hier haben wir Wasserstutzeneinlass und hier ist Dieseltank und wir haben auch eine Tür zur Fahrerseite hin, was ich eigentlich ganz gut finde. Aber das haben die meisten Fahrzeuge ja in der Klasse sowieso. Ne? Ja. Ja, das war es im Prinzip. Und da unten haben wir noch, wir haben ja ganz noch, wichtig. Wir haben ja noch, das ist eigentlich ist das mein Geheimfach. Dass ich immer auffüllen muss. Das ist eigentlich mein Geheimfach, wo mein Liebstes drin ist. Dein Liebstes steht gerade hinter dir, pass auf. Und hier habe ich noch so einen Abwassereimer, wenn wir mal irgendwo auf dem Campingplatz stehen, dass ich im Prinzip, wenn der Abwassertank voll ist, den auch leeren kann im Prinzip. Ne? Ja, gut, mal gucken, ist er noch voll? Oh, scheiße, fast leer. Aha, das war wieder der Blick für mich. Supi. So, habe ich ihn nicht abgeschlossen? Ach so, muss abschließen. So. Ja. Im Prinzip war es das außen. Nein. Unterm Auto. Wir haben nämlich noch Hubstützen einbauen lassen. Ja, dann mal los, krieg ich mal drunter. Moment. Ich mach das, komm, ich habe Jeanshosen an. Wir haben uns tatsächlich Hubstützen gegönnt. Die wollen wir euch mal eben kurz zeigen. Die sind hier unterverbaut und sind auch relativ schnell. Wie wir finden. So. Und schon ist der Wagen aufgebockt. Und der steht wirklich gerade. Ja, das kann man ja sonst auch selbst nivellieren bei der Anlage. Das ist eigentlich eine ganz prima Geschichte. Die Anlage ist von SAR Hydraulik. Und die haben wir gleich zu Anfang da seinerzeit einbauen lassen. Da war das noch so, dass die... Und simpel zu bedienen. Ja, da war das noch so, dass das... dass die Nivellierung nur unterm Fahrzeug gemacht werden konnte. Das ist aber jetzt softwaretechnisch geändert worden, sodass man es direkt an der Fernbedienung einstellen kann. Hier vorne haben wir nochmal eine Federung einbauen lassen, eine neuere, weil die einfach, die alte, die war so ausgeschlagen, dass es einfach keinen Spaß machte, damit irgendwie auf der Autobahn zu fahren oder so. Deswegen haben wir hier einfach von VR
Suspension, glaube ich, heißen die, was einbauen lassen. Ich versuche das mal zu zeigen. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt so rankomme. Zack, zack, zack. Da sieht man die blauen Dinger. Die haben wir nachträglich einbauen lassen und damit sind wir auch echt glücklich. Also die sind richtig super. Das Auto fährt jetzt mit der Luftfederung hinten fast wie ein PKW. Die Luftfederung ist auch von VR Suspension. So heißen die, glaube ich. Ich weiß nicht, sonst korrigiert mich, wenn das nicht so ist. Kann man das hier sehen? Ich weiß es nicht. Da sieht man, glaube ich, schlecht. Ne? Kann man nicht wirklich erkennen. Sorry. Was wir verändert haben, ist die Motorhaube. Die war damals blau. Ja, kann ich noch mal ein Foto zu einblenden. Die war tatsächlich vorne ganz blau abgeklebt. Warum der Vorbesitzer das so gemacht hat, wissen wir nicht. Wir haben da drunter eigentlich sogar eine Beule oder eine Spachtelstelle vermutet. Aber das war nicht. Wir haben das nachher wieder aufpoliert. Es ist ein Tickchen Farbton, der Farbton ist ein Tickchen unterschiedlich. Weiß nicht, ob die mal ausgetauscht worden ist oder so. Haben wir keine Historie zu, leider. Aber ist auch kein Ding. Das, letztendlich ist, gefällt es uns so wesentlich besser. Das gefällt uns so jetzt, wie es ist, wesentlich besser. Wir haben hier die Augenbrauen, sage ich dazu. Die haben wir neu gemacht nochmal, damit die ein bisschen farblich passen, weil es war vorher auch so ein hässliches Blau. Und ich finde, der Wagen ist schon blau genug. Ich sage immer schon, das ist unser kleiner graublauer Teufel. Ja, die beiden Batterien, die uns seinerzeit Ärger machten, die anfingen zu kochen, die sind hier hinter verbaut. Da kommt man noch ganz gut ran. Da ist auch der Sicherungskasten hinter dieser Klappe hier. Wo wir den abmachen und dann kann man, ich will das jetzt nicht da alles abbauen, aber man kann dann hier schon ungefähr sehen, da sitzt die Elektronik Zentrale, hätte man da gesagt. Und dahinter sitzt die erste Batterie und die zweite Batterie, und deswegen wussten die das wahrscheinlich selbst nicht, ich habe keine Ahnung, die sitzt, was hast du denn, bist du gestolpert? Die sitzt im Innenraum. So, und das können wir euch gleich vielleicht noch mal eben zeigen. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein und machen drinnen mal weiter. Ja, ich wäre auch dafür, es ist nämlich ganz schön kalt. Ja, finden wir auch. Das ist norddeutsches Schmuddelwetter. Komm mit. Jo, hier ist das Cockpit, kann man so eben halt erkennen, das ist halt, ja, ist ein Fiat, ne? Ja, vorher waren da noch die Aufkleber, die haben wir jetzt fein säuberlich abgemacht, weil die schon immer abgingen. Du meinst diese hässlichen Wurzelholzdekor-Aufkleber? Ja, die schon nachgeklebt worden sind. Ja, genau, die waren die da dran. Die blöde Klebestelle habe ich hier immer noch nicht weggekriegt. Ja, ja, genau. Ja, was ganz schön ist, wir haben, warte. Ups. Hier oben. Ah ja, richtig, genau. Unser Fach, das wird... Ist ein kleiner Kühlschrank, ne? Ja, wie so ein kleiner Kühlschrank ist das. Mit der Klimaanlage vorgekühlt. Aber ich nehme mal an. Da ist sogar noch eine Flasche Wasser drin. Da ist sie. Ja, recht großes, relativ großes Handschuhfach. Hier noch eins. So eine Mittelkonsole, genau. Ja. Da haben wir unser Kleingeld. Kleingeld für Strom, Wasser. Mhm. Und dann haben wir hier noch so ein Erste-Hilfe-Kasten. Ach guck mal, da sind noch alte Schnuckenpullis drin. Ja. Unser Tisch, unsere Tischerweiterung. Nur halt die Ablage, ne? Genau. Achso, und die Tischerweiterung, genau. Ja, genau. Wir haben ja hier in der Mitte haben wir hier so einen Tisch. So eine Sitzecke. Und dann zieht man hier die. Naja, wo sind sie denn jetzt? Der ist gedreht. Nö. Jo. Nein. Hier. Oh. Jetzt habe ich habe kaputt gemacht. Da sind sie. Ich habe ihn kaputt gemacht. Hier. Ja, wieso geht der denn nicht raus hier? Und da. Okay. Und dann legt man die Tischplatte drauf und dann passt das unheimlich gut. Oh, der geht aber schwer. Sag mal, wieso geht denn der jetzt so schwer? Weiß nicht, vielleicht weil er festgestellt ist. Ja, das mag sein. Ne? Ja. Das mag sein. Ja, hier haben wir ein Hubbett noch drin. Wie gesagt, das haben wir damals ja auch mit den Kindern mitgemacht. Sonst hätten wir gar kein Hubbett gebraucht. Wir würden heute auch kein Hubbett mehr nehmen. Nee, lieber Schränke. Lieber Schränke und ein bisschen mehr Raumfreiheit, sag ich mal. Kopffreiheit.
Wo ist denn das hier? Zack. Komme ich nicht ran. Aber ich. Da. Jetzt habe ich ihn auf. Wo ist der andere? Da. Zack. So, dient schon fast mehr als Ablage im Moment. Jo. Aber die Gardine haben wir hier auch, damit die nicht hin und her jackelt. Ne? Ich finde immer Sonja so. Sonja braucht immer so einen kleinen Tritt. Ja, von IKEA. Das ist unheimlich praktisch. Zack, fertig. Und dann komme ich nämlich problemlos an die Schränke ran und auch ganz hinten an. Bin halt zu klein. Aber macht ja nichts. Naja, zu klein wollen wir jetzt mal auch nicht sagen, ne? Das stimmt ja auch nicht. Gott lässt so lange etwas wachsen, bis es perfekt ist. Bei mir hat es nicht so lange gedauert. Ja, was ich bei diesen Hubbänden immer ein bisschen blöde finde, ist die Abspannung. Da kommt man sich immer so ein bisschen vor wie im Sarg. Ach so, hinten diese, ja. diese Sichtschutz, ne? Ja. Ja. Das hat so Sargcharakter, ja. Ja, das finde ich ein bisschen doof. Aber gut, wir wollen ja auch kein Hubbett mehr. Das heißt, es stimmt nicht. Wir brauchen vielleicht doch noch wieder ein Hubbett. Warum? Ja, wenn wir diesen Liner Fortune nehmen, beziehungsweise was Ähnliches. Ja, stimmt. Upsala. Oh. Kommst du da ran? Nee, du musst mal drücken. Musst du meine Kamera halten. Ich übergib mal eben. Ich übergib mal das Kamerakind Sonja. So, da war ein Hubbett. Hier haben wir halt so Schränke, Vorratsschränke. Unsere tolle Sommerlampe, damit wir abends noch ein bisschen länger abends draußen sitzen können. Also das nicht. Wenn wir Disco haben. Wenn wir Disco haben wollen, dann machen wir das. Genau. Dann schalten wir den hier ein. Ja. Sind jetzt nicht so wirklich vollgepackt. Nö. Die oberen Fächer waren immer noch für die Kinder, wenn die ihre Klamotten mitnehmen wollten. Ja. Ja. Und wir sind sehr genügsam, ne? Wir haben unser Zinn. Dafür ach ist ja, der hier. Toaster, unten. Ganz wichtig. Ja. Allerdings haben wir, um den Toaster betreiben zu können, wieder in Stromumwandler. Also wie heißt das hier, so ein Umwandler. Noch haben wir Solar auf dem Dach. Der gegenüberliegenden Seite haben wir nochmal die gleichen Schränke, ja. Nur mit anderem Inhalt. Ja. Also was man so braucht. Ja, was man halt so mit hat. Ne? Ihr hier? Kennt das ja sicherlich. Regenschirme. Ja, das sind halt so Sachen drin, die man halt braucht. Also das ist ja nichts nichts Sensationelles. Je älter man wird, desto mehr Medikamente braucht man. Genau. So, hier unter haben wir... Das finde ich allerdings ein bisschen doof, ja. Weil man muss den ganzen Sheet ja. Da erstmal alles wegaddeln. Das muss ich auch sagen, finde ich auch eine ganz doofe Lösung. Ich weiß gar nicht, wir sehen das immer wieder, auch bei den neueren Fahrzeugen sehen wir das. Warum baut man hier keine Schublade ein, die zum Rausziehen ist? Ne? Ja. Wenn man die jetzt rausziehen könnte, könnte man überall gut ran und wieder zumachen. Nee, stattdessen muss sind man... immer diese Klappen verbaut, die man dann im Prinzip... wo man erstmal räumen muss, umräumen muss, um dann an die Fächer zu kommen. Tja, da sind unsere Saunasachen drin. Wir gehen ganz gerne in die Sauna. Und was ganz wichtig ist, natürlich auch mal einen schönen Schnaps mit Nachbarn zu trinken. Mhm. Oder auch alleine. Ne? Ich meine, groß genug ist das Ding, aber wie gesagt, das zum Auf- und Abräumen ist doof. Ja, ja, klar. Dann wäre sicherlich ein bisschen kleiner, wenn man jetzt eine Schublade hätte, aber das wäre ja wesentlich einfacher, und schneller ranzukommen. Zack. Das gleiche in grün haben wir hier. Ja, darunter sitzt der Wassertank. Hier unter sitzt der Wassertank. Hier sind nochmal so zwei Staufächer drin, ja, genau. So, und das Ganze kann man nochmal als Notbett, dann kann man den Tisch runter machen. Ja. Und kann das mit diesen ganzen Elementen, den und den und den, zu einem Bett verwandeln. Ja, wie kann man es zusammenbauen? Aber wie, ich hab's, weiß es nicht. Braucht man auch bis jetzt noch nicht. Wollen wir auch nicht. Ne? Ja, hier ist so die kleine, aber feine Schaltzentrale. Sieht ja nun, ich sag mal, sehr ausgedüngt aus, wie bei anderen Fahrzeugen, wenn ich das manchmal so sehe in den Roomtours, was da alles für Technik drin hängt. Wir haben, wie gesagt, keine Solaranlage auf dem Dach und wir haben auch keinen Stromumwandler für 230 Volt.
Das haben wir uns einfach alles noch gespart, weil wir erstmal sehen wollten, gefällt uns das überhaupt mit dem Camping und ist das was für uns? Aber inzwischen würde ich sagen, wir machen das ganz gerne mit. Aber wir werden es wahrscheinlich beim nächsten Fahrzeug mitmachen und nicht bei diesem Fahrzeug mehr. Ja. Denn wir haben 2 Aufbaubatterien, da kommen wir immer gut mit übers Wochenende. Und wenn Sonja sich mal die Haare föhnen will, dann gehen wir eben an Strom. Das ist ja kein Thema. Und wenn kein Strom da ist, werden eben mal nicht Haare geföhnt. Nö, dann gibt es einen Zopf. Ist auch nicht schlimm. Ja, ne? Ansonsten haben wir hier so eine Schaltzentrale, mit der man alles im Prinzip kontrollieren kann. Gasflaschen sind jetzt hier mal nicht angeschlossen. Aber kann hier eben die Fahrzeugbatterie, die Aufbaubatterie sich angucken. Und Wasserstand, halt so die ganz üblichen, ganz profan einfachen Dinge für ein Wohnmobil. Gut, ist wenig, kann auch wenig dran kaputt gehen. Wunderbar. Ne? Küche. Und was ganz gut ist, man sieht, unsere Hubstützen haben ganze Arbeit geleistet. Wir sind mittig. Ja, das heißt, das Spiegelei läuft nicht in die eine Ecke von der Pfanne, sondern bleibt schön in der Mitte. Mit Küchenschränken. Ja. Die sind relativ voll. Was ich gut finde, ist unsere Dunstabzugshaube. Die ist schon mal klasse. Unser 3-Flammenkocher. Genau. Der langt, ist ausreichend für uns vollkommen. Da haben wir schon so viel drauf gemacht. Also, das langt. Spüli. Und für Kompost. Eigentlich. Eigentlich. Wir haben da eine Duftlampe drin. Das ist so ein Duftteil. Jo, die Schubladen. Und das Bedienfeld. Sieht ziemlich versoffen aus. Und unsere Gewürze. Ja, immer noch kein Gewürzregal. Wir wollten immer noch mal ein Gewürzregal hier hinbauen. Wir haben es immer irgendwie noch nicht geschafft. Wir wissen auch noch nicht, wie, wo, was. Nee. Und wenn ich ganz nach unten gehe, da sind so ein bisschen kleine Vorräte. Der Vorratsraum ist das. So die kleinen Vorräte. Dosen und so, was man nicht eben ständig erneuern muss. So, jetzt kommt das Teil, was ich richtig doof finde. Das geht ja noch. Aber wenn wir an die Töpfe wollen, dann muss man da klemmt das, und das davor und dann muss man wirklich hier hinten und das ist absolut blöd. Ja, das ist ein bisschen doof gelöst, ne? Muss man auch sagen. Das ist halt eben. Und ich habe einen kurzen Oberkörper und wenn ich hier unten rein will, dann muss ich da schon ganz so schön tief. Finde ich auch doof. Manchmal fällt sie rein, dann mache ich zu und dann ist sie weg. Dann lässt er mich hier versauern. So, was ich aber gut finde an dem Fahrzeug ist, dass die Schränke hier schon für das Baujahr schon eine Zentralverriegelung haben. Hier nämlich. Ich kann hier das zentral verriegeln und dann kann auch während der Fahrt im Prinzip nichts mehr passieren. Hier ist auch so eine Zentralverriegelung dran und dann ist alles zu und es kann eigentlich im Prinzip nichts mehr passieren. Das finde ich ganz dufte, wenn man dann dran denkt, das auch zu schließen. Ne? Ich bin da Weltmeister drin, dass ich da mich nicht dran denke. Und ich bin dann diejenige, die dann in der Fahrt, während der Fahrt immer aufsteigt. Unser Fernseher. Ja, dann kannst du mal eben kurz halten. Jo. Das ist ein kleiner, den haben sie uns ja dann freundlicherweise eingebaut. Nachdem der erste ja kaputt war. Nachdem der erste ja genau kaputt war. Zack. So, der ist klein. So. Ne, klein, aber fein. Jo. Der langt uns vollkommen. Und wenn wir dann? Dann, wenn wir unterwegs sind, sitzen wir lieber draußen, anstatt jetzt hier drinnen irgendwie Fernsehen zu gucken. Eben. Aber das langt auch, um abends mal einen Spielfilm zu gucken, Nachrichten oder sonst was. Oder ab und an mal das perfekte Dinner. Ich gebe es ja zu, ich finde es toll. So. Zack. So, jetzt kommt gleich, ganz wichtig, der Kühlschrank. Hier ist noch die Satellitenanlage, die automatische. Ist auch nichts Besonderes, ist eine ganz normale, herkömmliche Anlage. Ein bisschen klein die Schüssel, das heißt, wir haben hier und da, wenn wir mal vor Bäumen stehen,
kein Empfang, wenn andere noch Empfang haben, ne? Ja, aber oder zumindest, wenn andere die Satellitenschüssel aufgefahren haben. Man weiß ja nicht, ob die Empfang haben. Ne? So. Kühlschrank. Den finde ich allerdings recht groß für ein Wohnmobil. Finde ich klasse. Hier oben ist eigentlich noch ein Eisfach, aber das haben wir jetzt gerade. Ja, das bauen wir mal aus, damit er besser lüften kann. Eben. Das heißt, der kommt hier rein und dann habe ich hier ein Eisfach. Ist und das halt ist richtig, richtig gut, das Eisfach. Ja. Und der kühlt auch gut, der Kühlschrank. Es sei denn, es wird immer ganz warm, dann haben wir schon mal so ein bisschen Probleme. Es ist halt irgendwie ein Absorberkühlschrank. Ne? Und hier unten. Oh, der ist ja leer. Na, sowas. Na, da kommt Wein hin. Ja, das ist unser Weinkeller, ist das. Das ist unser Weinkeller. Wo wir gerade hier unten sind, Oliver. Unser toller Teppich, den haben wir nämlich nachträglich reingemacht. Ich liebe diesen Teppich. So, den haben wir ja nun eben, da sitzen wir an der Quelle. Den haben wir uns nur eben hier reinschneiden lassen von unserem Bodenleger. Und total klasse. Ganz tolle Geschichte. Unempfindlich ohne Ende. Kann man rausnehmen jederzeit. Ja. Ne? Und entsprechend reinigen und wieder reinlegen. Und auch das Absaugen, das ist Hotelware, der ist total klasse. So. Dann geht's weiter in die Heimkammer. Hier haben wir mal ein schönes, großes Dachfenster. Das finde ich auch ganz toll. Ja, stimmt. Da kommt richtig schön viel Licht durch rein. Und alle Fenster und alle Luken haben auch Insektenschutz und Sonnenschutz. Ja, können wir ja noch mal eben einmal zeigen. Ne? Insektenschutz. Ja. Ne? Oh. Ja, das ist super. Das ist schon mal gut. Ja, was gibt's noch zu sagen? Gehen wir mal in die hinteren Hallen. Hinter Moin Moin. Ja, das ist übrigens auch der Unterschied zwischen den neueren Fahrzeugen. Die haben ja schon Türen eingebaut, wo man gleichzeitig die Toilette schließen kann. Das hat dieses Fahrzeug noch nicht. Finde ich jetzt aber auch nicht so ganz schlimm. Man kann die Tür ja auch trotzdem schließen und sich dahinter dann vergnügen. Aber die anderen haben es natürlich ein bisschen besser gelöst, indem man mich die Tür an die Toilette schlagen kann, um dann da sein Geschäftchen zu machen. Ja. Ach, guck mal, bei uns auf dem Bett liegt das Teil vom Gefrierfach. Ja. Hier haben wir unsere Dusche, die wir auch regelmäßig gerne benutzen. Die ist nämlich doch so recht groß, dass man da wirklich super drin duschen kann. Und wir sind auch nicht solche, die sagen, nee, wir duschen nicht, weil es könnte Wasserschaden entstehen, was auch immer. Nee, die haben wir schon sehr häufig genutzt. Und eigentlich meistens. Wir duschen selten immer. Auf dem Camping oder auf dem Stellplatz. Ja, genau. Wir sind da ganz gerne autark und nutzen unsere eigene Einrichtung. Sonja geht schon mal duschen. Nee, ich dachte, du wolltest mal Richtung. Hier haben wir unser Querbett. Ja, das ist allerdings ein Nachteil. Ja, das muss ich auch sagen. Oliver schläft nämlich hinten und immer wenn er dann mal müssen muss, dann muss er über mich rübersteigen. Mhm. Wohlgemerkt, um zum Klo zu gehen. Ja, Sonja wacht dann auf und sagt immer, oh, Schatz, schon wieder. Hallo? Nein, also es ist, ein kleiner Nachteil. Wir liegen da sehr gut drin, ist ein sehr schönes Bett. Ja. Wir haben da noch einen Topper drüber gehauen. Ja, wir haben so einen Topper drüber. So einen schönen dicken Topper. Das ist also schon richtig dickes Ding. Und man hat diese Besucherritze dann auch nicht mehr. Ja. Wir schlafen da sehr gut drin. Ist halt eben nur eben das Problem, wenn man wirklich abends wach wird und hoch muss, dann muss man über den anderen immer rüber krabbeln. Ja. Und meistens wird der dann auch wach. Genügend Schränke, ja. Stauraum haben wir hier auch. Kleiderschränke haben wir da auch noch. Da sind auch mal welche von frei. Na, hier könnte theoretisch noch ein zweiter Fernseher ran. Da haben wir noch so einen Anschluss für. Aber wie gesagt, das brauchen wir nicht, weil so viel Fernsehen gucken tun wir jetzt auch nicht, wenn wir unterwegs sind. Das kommt vielleicht beim nächsten Fahrzeug. Wenn wir uns überlegen, doch ein bisschen mehr Zeit im Fahrzeug zu verbringen, vielleicht sogar ganz reinzuziehen. Ne? Mhm. Ja, und
weil wir auch überlegt haben. Hier ist dann das Waschbecken noch. Die Waschräume. Die Waschhallen. Ja, die heiligen Waschhallen. Die heiligen Waschhallen. Ne? Mit der Toilette. Ja, und das stille Örtchen kann man auch zum stillen Örtchen verwandeln. Moment. So, Achtung. Machen wir mal so. Tata. Zack. Ist zu. Aber wer macht das schon? Wir machen meist lieber dann doch diese Tür hier zu. Zack. Ja, das stimmt. Da hast du recht. Ja. Jo, hier noch so eine kleine Ablage. Ja. Da unten ist noch eine. Und hier unser. Moment. Keine Sorge, ich gehe nie aufs Klo. Und hier nochmal eine Ablage. Also, Staubfänger hat das Fahrzeug auf alle Fälle reichlich. Ne? Ich weiß nicht, ob man sagt ja, man kann nie genug haben. Aber doch, also wir sind damit schon gut bedient. Da, nee, jetzt. Ja. So. Da müssen wir mal irgendwann eine feste Lampe einbauen, glaube ich. Ja, mit Bewegungsmelder, irgendwie so ein Ding. Ja, oder mit einem Schalter draußen oder so. Ja. Ne? Hier auch immer so Vorratsdinger. So, und darunter, hier ganz unten drunter, wird man wahrscheinlich jetzt nicht sehen können. Ne, sieht man nicht. Ich mach mal, vielleicht kann ich mal ein bisschen Licht machen. So. So, hier unten drunter ist die zweite Batterie verbaut. Ja, das haben die selbst nicht gesehen und gewusst. Und komischerweise. Entsprechend kochte es. Mussten sie zwei Batterien austauschen. Das war unser Glück in dem Moment. Jo. Ne? Das stimmt. Ja. Was ich noch ganz pfiffig finde, ist, wir haben an unseren beiden Schlafzimmerfenstern von innen Folie. Also das heißt, wir können rausgucken, aber uns kann keiner reingucken. Aber nicht jetzt. Nee, jetzt wenn ist drin hell. Ein Licht brennt. Das heißt, wenn es drinnen heller ist als draußen, dann natürlich nicht. Ja, das ist logisch. Dann sollte man sich nach Möglichkeit nicht nackig aufs Bett legen. Aber ansonsten ist das schon praktisch. Ja. Manche würden jetzt sagen, was für ein Kackbraun. Aber wir mochten dieses ganz bräunchenfarbige Bunte nicht. Nee, also wir haben Fahrzeuge gesehen, die waren wirklich so bräunchenfarbig bunt, dass wir gesagt haben, nee, das ist überhaupt nicht unseres. Und dies hier hat uns von Anfang an nicht gut gefallen. Ist auch recht unempfindlich. Jo. Und von daher im Prinzip für uns die richtige Wahl gewesen. Und wir haben den ganzen alten Dekor, nachgeklebten Dekormist abgemacht, der an den Schränken war. Ja. Ja. Ne, das haben wir weg. Und die, ich sag mal, wenn man das wirklich irgendwann nicht mehr sehen kann, dann kann man das ja auch neu beziehen lassen. Das ist ja auch nicht mehr die ganz große Geschichte. Nee, das kann man teilweise auch schon selber machen. Ja. Das ist nicht das Problem. Ne. Leute, das war's. Mehr wissen wir jetzt auch nicht zu berichten. Ich hoffe, ihr habt so einen kleinen Eindruck kriegen können, wie unser Fahrzeug aussieht, und ihr werdet es sicherlich noch mal hier und da öfter sehen in dem Film, und irgendwann werden wir euch auch gerne mitnehmen, wenn es darum geht, dass wir uns ein anderes oder ein neues Fahrzeug sogar aussuchen, denn wir haben noch ein paar bestimmte Sachen vor und planen da und sparen da noch drauf hin und hoffen, dass wir das dann irgendwann umsetzen können. Genau. Ja, alles klar. Also, bis dahin und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Gesundheit. Danke. Ach, hey! Hey, hey, hallo! Ihr seid ja schon da! Mensch! Na, sowas! Oh Mann! Ist das scheiße! Moin zusammen! Hallo! Ja, also, willkommen zu unserer. Na, also. Moin zusammen! Hallo! Heute wollen wir euch, wie angedroht, unsere Roomtour zeigen. Moin zusammen. Hallo. Heute wollen wir euch, wie angedroht, unsere Roomtour zeigen. Unsere Roomtour zeigen? Moin zusammen. Hallo. Scheiße. Warte, jetzt mach ich einmal an. Mach mal auf. Mann, gleich bin ich Eiszapfen. Ja, ich auch. Heute, wie angedroht, seht ihr unsere Roomtour. Und wir zeigen euch an uns. Nein, wir zeigen euch. Wir zeigen euch.
an dem Fahrzeug. Verdammte Scheiße. Hallo. Heute zeigen wir euch, wie angedroht, unsere Roomtour. Und Hallo. Heute wollen wir euch, wie angedroht, unsere Roomtour zeigen. Und das Auto von außen und von innen. Und von oben, von unten, von der Seite. Der gut gefällt. Was uns nicht gut gefällt und was wir dazu gemacht haben. Genau. Dazu gemacht haben. Ja. Moin zusammen. Was ist das Ding kaputt? Die Tür ist halt kaputt. Moin zusammen. Hallo. Tour. Und wir zeigen euch, was uns an dem Fahrzeug gefällt und was uns nicht gefällt und ja, du wolltest schon wieder Luft holen. Du holst mir Arschluft. Hallo zusammen. Das ist doof. Auf. Moin. Hi. Jetzt abschalten. Abschalten. Na los.